was Interessantes im Game hast. Ich muss natürlich noch den Fenster switchen. Kommt schon, kommt schon, kommt schon. Ja, kommt. So, und dann ist natürlich auch ihr versorgt. Tut mir leid. War noch eigentlich ja nur schnell am Gucken, aber es ist ja schon live. 6:1 steht es hier für die Druids. So, und jetzt war ich leider so damit beschäftigt, dass ich jetzt nicht weiß, ob du deine Infos zu den beiden Teams rausgeben konntest. Konntest du das? Nee. Nee, dann nicht. Tu das gerne gleich. Am besten nach dieser Runde. Ich muss den Tisch frei machen. Natürlich der alte Adaba hier. Boah, steht Sonja offensiv. Boah, jetzt ja kurz. Aber auch nur einen holen. So, fast noch ja, kurz einen Schuss. Ja, fällt mir jetzt nichts ein. Nur zu den Druids Girls. Die waren ja auf der Dreamhack aufgetreten, ne? Ja. Haben dort auch einiges geholt. Machen auch viele Events mit dem Team, sprich zum Beispiel Bootcamps. Im Dreamhack waren sie Playoff beim Open Bracket, oder? Beim Bring Your Own Computer. Richtig. Okay. Ja, bei mir wurde gesagt auch, wahrscheinlich wenn diese beiden Teams aufeinander treffen. Und wird aber wahrscheinlich. Aber ist jetzt schon, ne? Hm? Aber ist ja jetzt schon der Fall, dass die gegeneinander spielen. Ja, und eben. Meine Quote kommt auf jeden Fall zu den Druids, gell? Druids. Von Druids? Von einem Name. So, was wollen sie da beim Weinkeller kommen? Da wartet nur einen holen, schien aber auch schon ziemlich low geschossen. Ich muss mal kurz auf kleines Toilette. Dann tu das. So, Liano währenddessen schon im A-Haus ziemlich weit. Ein Big O wird gemacht, der wird aber nur gefaked. Wenn ich nicht weiß, dass ein Crack gezogen wird, das ist der Fall. Da müsste eigentlich einer jetzt rüberschieben. Das ist Wilger, die rüberschiebt. Und jetzt müsste auch schnell langsam der Argo kommen. Das dauert zu lange hier, was Epsilon macht. Da müssen sie jetzt endlich einfach pokern und hoffen, dass der Fake aufgeht. Denn bis jetzt on-spot sind, ist schon Wilger fast wieder da. Ja, und sie macht auch den letzten Frag. Damit läuft es auch einfach nicht gut, gerade für Epsilon, wenn ich das so sehe. Haben sie ja eigentlich den Fake? Ist okay, sie haben einen Frag gemacht. Das ist auch in Ordnung. Dass sie da den Frag holen. Müssen keine zwei Frags, müssen keinen Even Trade machen. Müssen einfach nur die Aufmerksamkeit hier ziehen. Und da muss man halt sofort ja raus. Da muss eine Flash drüber und auf geht's. Und jetzt endlich entweder der Fake geht auf oder er geht nicht auf. Nur wenn man jetzt länger wartet, wird der Fake nicht unbedingt eher aufgehen. Also da hätten sie vielleicht die Runde holen können, indem sie da entschlossener, die Epsilon, also entschlossener und schneller einfach den Argo dann anspielen, nachdem der P-Fake kam. So, und Sonja kann anscheinend sogar den Weinkeller ansagen. Das sehe ich wie sofort am Supporten. Oh, das kann richtig bitter jetzt werden hier. Für Epsilon. Oh, Sonja, was? Sonja fällt dann nochmal auf. Oh, vielleicht checke ich nochmal den Weinkeller. Ich dachte eigentlich, dass sie gehört haben. Deswegen sie da so durchgeguckt hat. Aber das war nicht der Fall. Dann haben wir eine Fünferrunde hier in dieser Anti-Eco.
So, jetzt alle fünf Epsilon-Spielerinnen hier vor der Action. Beziehungsweise Ypsilon noch im A-Haus, aber alle in Richtung A. Giuliano First Frag. Wahrscheinlich noch einen gegen Ypsa. 5 gegen 2 damit. Und damit, glaube ich, sogar noch hier eine sehr souveräne Runde hier von den Druids. Ja. Und das ist bisher, was wir sehen, schon eine ziemliche Machtdemonstration. Hier noch eine Eco jetzt bei Ypsilon. Das Geld ist auch richtig dabei bei Druids. Sie können wahrscheinlich jetzt jede Runde durchkaufen. Ich bin auch wieder da. Ah, der ist auch wieder da. Bego, oder ist es Weinkeller? Mal schauen, ob sie wieder. Du hast gerade eben einen B-Fake, beziehungsweise einen B-Fake Argo verpasst. Der hätte gerade eben. Ja, eine Runde bringen können für Ypsilon. War dann aber doch nicht so. Jetzt eine Eco. Machen. Sonja macht nur einen Frag. Die Waffe geht damit jetzt. Ja. An. Ja, B steht nur eine. Eine verschiebt von Döner aus der Küche. Dauert wieder lang. Epsilon braucht ihre Ghost bisher wirklich viel zu lange. Das war eben auch bei diesem Fake so. Da war der Fake erst nach 15 Sekunden oder so angespielt worden. Das war aber Milka schon wieder zurück gewesen am A-Spot. Jetzt 3 gegen 3. Das hätten sie auch noch bequem machen können. Die räumen erst auf. Sie nutzen die Überzahlsituation, wenn sie erst die Bombe legen. Aber wenn es dann nicht schon zu spät ist, ne? Ja, jetzt ist im Moment wieder gleichzeitig. Beide low on HP und Jenny hat keine Waffe. Da versucht sich gerade eine zu schnappen. Und hat es auch geschafft. Ja, aber sie fällt. Eiskalt geholt. Bombe kann zumindest noch gelegt werden. Das ist dann okay für eine Eco. Ja, aber jetzt kommen sie beide von Küche. Netter Schuss. Und ja, 10 zu 2 an CT ist schon okay, Hut ab. Ziemliche Kampfansage auf jeden Fall. Mal als Terror sind bei Mirage, so ich sag mal so, müssten eigentlich 5 Runden drin sein als Terror. Ja, Mirage gut spielt, muss man ne? eigentlich auch gewinnen. Ypsilon are sleeping. Ja, so ungefähr. Es trifft halt auch wirklich Sleeping auf sehr vielen Wegen. Eben, sie gewinnen nicht die Aim-Duelle, sie spielen ihre Ghosts nicht gut aus. Muss man vielleicht einfach nochmal dann in Zukunft eine Demo-Analyse machen. Denn okay, das Schöne an Mirage, und da muss man auch wirklich sagen, da ist Mirage eine sehr, sehr wunderbare Map. Selbst wenn man aim-technisch und etwas unterlegen ist, kann man das mit, sag ich mal, guter Taktik ohne Probleme wieder wettmachen, kann das Spiel spannend gestalten, wenn man einfach Ghosts probiert und sie gut ausspielt. So, aber keins von beiden, weder das Aim noch die Taktik im Moment, ist auf Seiten von Ypsilon. Und deswegen werden sie auch einfach so richtig fett, wirklich heftig niedergeschossen. Mehrere Fünferrunden jetzt mal ein First Track gezogen. Ja, jetzt verschiebt die Bombe Richtung, kann sich nicht entscheiden. Geht jetzt über TBs Richtung A. Da steht schon Giuliano. Ja, ja, die ist schon durch. Boah, Glück gehabt da. Fox aber gefallen. Bombe wird angesagt, Sonja und ist dann müssen wir verschieben. So, auf jetzt 4 gegen 2. Bombe braucht aber auch noch etwas wieder, um Onspot zu kommen. Das sind wichtige Sekunden. In den ja, und eines verschiebt über TTBs, ne? Weht dann wohl. Sonja fällt. Foxglove. Becken. Und sie fallen. Easy HE und jetzt, ja. Gina. Damit dritte Runde. Ja, und auf jeden Fall Ypsilon, wenn sie drinbleiben wollen. Letzten zwei Runden gewinnen. Pistol holen. Sonst sieht es hier ein bisschen schwarz an. Laufen hier. Action stehen, sag ich mal, noch ziemlich def. Bin ich schon Mitte. Schön, dass jetzt Ypsilon das Spiel ein bisschen breiter macht. Man sieht auch sofort, wie Druids vom A-Spot ein bisschen wegschieben.
Bui, boah, noch einer hinterher. Da lassen wir individuelle Klasse. Runde schon damit sehr stark. Ja, auch die Frauen können sowas, ne? Nicht nur die Männer. Ja, ich glaube, vom Aiming her könnten die Frauen auch wirklich, sag ich mal, relativ gut mithalten. Einige Spielerinnen auf jeden Fall. Ich denke einfach, das Problem ist auch, dass sie die Spielstils bei den Females, das haben sie ja vorhin gesehen, dieser viel aggressivere Spielstil, den kannst du dir halt nur leisten, wenn du aim-technisch wirklich stark überlegen bist eigentlich. Und ich glaube, gegen gut organisierte Male-Teams, wo dann das Aim maximal einigermaßen ausgeglichen ist, wird man dann selber zwar einen Frag machen, aber wenn man den First Frag kassiert, kann man keinen Refrag setzen. Andersrum, wenn eine gute Organisation da ist, setzt man den Frag, wird sofort gerefragt, ist wieder eine Even-Situation. Ich denke, da liegt auch einfach, sag ich mal, der größte Unterschied. Und das könnte natürlich dann auch für Mädchens etwas gewöhnungsbedürftig sein, prinzipiell, dass so aggressiv manchmal gespielt wird, dass Frauen auch mal so aus sich rausgehen können. So, Giuliano schon wieder offensiv im A-Haus. Ah, Juli konnte das sehen. So, und jetzt stehen noch alle da. Es stehen vier Leute am A und es wird kein Zugriff gemacht, nach diesem First Track. Fehlt eine High Flash, eine tiefe Smoke, vielleicht gegen Jungle oder Kerrigan und dann direkt Abfahrt. Als Sefi konnte sich an den Kerrigan stellen. Stand vorher wirklich nicht gut gegen Action. Hätte sie locker weggesmoked werden können. Und so geht ein Vorteil, ein wirklich wichtiger Vorteil, wieder langsam flöten. Vega macht den Refrag jetzt am A-Haus. Ja, und dann ist schon ein Großteil des Vorteils wieder weg. Ich glaube, da sogar noch Leben raus aus dem Kerrigan. Vega kann auch noch einen Frag machen, bevor sie den Refrag wird. Jetzt Gina sorgt fürs. Wenn er verschiebt über Switch jetzt. Sehr viel wird defensiv auf CTBS warten, bis Sonja vor ist. Jetzt sind wir auf dem Spot drauf. Ein Headshot von Sonja. Und er kann und noch die Bombo holen, bevor die gelegt worden war. Das war wichtig. GH 12 zu 3. Wow. Gute Leistung von den Girls. Und Druids. Wow, das war schon wirklich. Was Druids eben gespielt hat, das war. Also, wenn du jetzt da irgendwelche. Also einfach keine Namen nimmst, da kannst du keinen Unterschied jetzt wirklich feststellen. Das war wirklich sehr, sehr gut gespielt. Sie haben 1-1-3 gespielt. Also ich meine, einer war auf B, einer stand in der Mitte, hat kurz gedeckt. Oder ja. Stand halt manchmal Mini-Döner und hat kurz Mitte gedeckt. Und drei auf A, sprich zwei auf dem Spot und einer Richtung Jungle. Hatten also alles safe, konnten verschieben alles. Ja. Die pushen direkt durch eine Banane, durch ein B-Haus. Ja, Gina ist da alleine, noch. Jetzt kriegt sie sofort einen Jenny, aber ist sie schon on-spot. Fehlt aber eine Smoke bei Druids. Eine Smoke hätte jetzt auf jeden Fall schon mal die Bombe sicher gemacht. Die kann gelegt werden trotzdem. Foxlock pusht da von hinten jetzt B-Haus gleich nach. Aber wird respekt. Aber holt ihn. Das war mehr Lack als Verstand, glaube ich. Ah, da sollte eigentlich hier Ilsa nicht sehr viel mehr holen können. No. Was? Was? Eine 3 zu 1 Situation. Ja, das kann Fox gar vergessen, schafft sie auch so nicht mehr. Schön gespielt. Boah! Aber wie kann man so eine Runde abgeben? Also, ich verstehe es einfach nicht. 3 gegen 1. 2 pushen vor, eine defused. Wow. Ja, eigentlich die Runde safe. Mehr als safe sogar. Und dann kommt sowas. Ah, one on three. Und Ilse holt einen Spieler. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob sie da die Bombe wirklich direkt so im Blick hatte. Oder ob das einfach so einfach mit war. Also ob sie die Bombe gezielt hatte und die zweite Spielerin gekriegt hat. Oder ob sie die zweite Spielerin gezielt hat und die Bombe gekriegt hat. Auf jeden Fall, dankbare Aufgabe natürlich. So, T ist wieder ziemlich weit verbreitet. Weiß nicht, wo Giuliano hingucken möchte. Sefi hockt sich gegen eine P90 hin, eine ganz schlechte Wahl. Boah, Gina. Auch schöner Headshot hier. Instant One Click. Lisan, was macht die denn hier auf der T-Seite? Kann sich, wenn sie möchte, auch noch eine Gully schnappen. Was macht die denn hier? Die Kerb hier wie Schmidts Katze. Ganz klar, da
wohl ein paar kleine Subs gegessen hier. Bisschen viel geschlafen und schon geht man so ab hier. Jenny steht hier oben geboostet gegen Weinkeller, aber da kommt vielleicht Sephir lang. So, jetzt wird mal A ein bisschen offensiv angegangen. Ne? Ja, A wird offensiv angegangen zumindest. Wilga und Ilsan. Wir können da auch die verschieben auch schnell. Guck mal, wie schnell sie verschieben. Das ist viel zu schnell. Die B-Spielerin verschiebt Richtung Küche Dankeschön. Und ist direkt schon wieder. Dankeschön. Kann nichts ansagen. Das ist natürlich ein bisschen falsch gelaufen, ne? Das ist bitter. Aber ja, es ist viel besser auf jeden Fall gelöst. Auch hier der Fake ging auf jeden Fall besser auf. Warten ein paar Sekunden, jetzt konnten wir nicht sehen, ob sie danach sofort ein Go machen. Das war auf jeden Fall eine perfekte, sag ich mal, Spiegelsituation gewesen jetzt eben, wo man hätte zeigen können, einmal wie es Epsilon gelöst hat und einmal wie es Druids gelöst hat, wo Epsilon wirklich einen guten Fake dadurch hat versauen lassen, dass sie zu lange gewartet haben. Das ist dann heiß, Moment, B kommt gar nichts. Dann war, ich glaube, ich bin mir gar nicht sicher, wer das war. Eine CT-Spielerin auf jeden Fall ist dann noch in der Mitte geblieben und kam noch gar nicht richtig auf den B-Spot, kam nicht richtig auf den A-Spot, war noch eben unentschieden und dann kommt der erste Contact auf Action, ich glaube sogar relativ passiv schon wieder, wird er auf den Spot geschlichen, als würde da keiner mehr stehen. Und gerade eben, wir haben es gesehen, es wurden Frags auf dem A-Spot gemacht von den Druids. Danach wurde der B-Go so vielleicht 10 Sekunden danach gebracht, das heißt, die B-Spieler sind so weit verschoben, dass eben, dass sie nicht mehr direkt den Spot decken können. Aber es ist auch nicht so lange natürlich, dass man langsam riecht, okay, hier stimmt was nicht. Da fehlt die zweite Pressure. Also, ja, da muss man sagen, das löst auf jeden Fall Druids besser als Epsilon. So, please wait for broadcast to start. Das heißt, dass eigentlich gleich